Es ist 40 Jahre her, seit die Nideckbrücke das letzte Mal saniert worden ist. Entsprechend Rundblick ist der Strassenbelag. Die Velofahrerinnen und Velofahrer können ein Lied davon singen. Und die Entwässerung der Brücke funktioniert nicht mehr richtig. Darum rinnt das Wasser durch und macht den Sandstein kaputt. Ich bin darum sehr froh, dass die Stimmbevölkerung der Sanierung der Nideckbrücke zugestimmt hat. Es ist wichtig, dass wir die Infrastruktur in unserer Stadt im Schuss halten, auch im Hinblick auf die Sanierung der Kornhausbrücke, die in den nächsten Jahren ansteht. Bei solchen Infrastrukturprojekten geht es ja nicht nur um die Sicherheit, sondern auch um die Solidarität mit künftigen Generationen. Auch wenn die Stadt den Gürtel aktuell gerade enger schnallen muss, wir können und wollen nicht alle Infrastrukturkosten auf unsere Kinder und Grosskinder abwälzen.